Wir sind in dieser halben Stunde, in dieser nächsten halben Stunde mit gutem Duft. Sie sind Geiten begleiten uns seit morgen. Wir sind bis am 10:30 mit der Marina Billmann. Guten Morgen, Marina. Guten Morgen, Simone. Ich komme von Wingen, nicht Wingen sur Moder, aber Wingen bei Limburg. Ja. Haben wir gut gefahren? Ja, prima. Prima ist gefahren? Ja. Ah ja. Und ihr habt uns ein gutes Rezept. Ihr seid eigentlich so eingestellt auf vegetalisch. Ja. Ihr koche als Spezialistin von Biosene, ein Betrieb, wie noch gegründet haben. Ja. Und das Rezept, das wir uns machen, wie heisst das? Es ist Haselnuss moelleux mit Schokolade-Creme und mit Früchten. Aber es ist alles ohne Ei, ohne Milch und ohne Butter. Ja. Dass es wichtig, richtig licht ist. Ja, licht ist noch für die Leute viel besser. Ja. Wenn es so ist, zum Beispiel, ich sage kein Melisch und kein Eier, nichts so. Ich benutze trotzdem ein Melisch, aber wie nicht von Fee kommt. Ja, Rissmilch. Rissmilch. Das alles waren wir entdecken bis am 10:30 in dem Rezept, wie vorgeführt wird von der Marina Billmann. Und ich kenne wie immer den Namen. Juliette ist da um 03:28:12:12. Und an der Technik ist ja der Pierre wie schmollt. Und wie reagiert man? Brust nur auf den Knopf drücken und ein Zeichen machen. Und schon rollt das alles. Auf France Bleu Elsass gibt es keine Grenzen. Sie hieß Cordula Grün, ich hab sie tanzen gesehen. Dann hab ich sie noch gefragt, ob sie morgen mit mir einen Tee trinken mag. Oder ein Fruchtkonzentrat. Wer zuerst geht, verliert, hat sie dann abends skandiert. Aus unserem Tee wurde Bier, zwei große Schnaps und sie sagt, komm mit nach Hause zu mir. Mein Mann wohnt eh nicht mehr hier. In der Bim übern Ring steh ich auf und ich sing ihr ein Liebeslied. Ihr Kraut vor Kitschpoesie mit Refrain, mi, 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 sie mag Tanzmusik. Cordula Grün, Cordula Grün, Cordula Grün, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Cordula Grün, du bist nur schwer zu verstehen. Cordula Grün, ich würd dich gern wiedersehen. Cordula Grün, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich tanzen gesehen. Mir war's am nächsten Tag klar, ich will jetzt nur Cordula. Ich bin und bleib Optimist, selbst wenn sie mir verschwieg, dass sie verheiratet ist mit einem Pädiatrist. Ihr Mann hieß Eberhard Grün, er hat sie tanzen gesehen. Dann hat er sie noch gefragt, ob sie morgen mit ihm vor den Altar treten mag. Und sie hat ja tanzen gesehen.
Der Bühe, wie du gesungen hast, heißt Josh. Er ist wohlbekannt im Deutschland, aber auch in Österreich, von der stammt. Das ist ein Wiener. Und das ist ein riesiger Hit gewesen während dem Sommer vom Josh. Das Lied heißt Cordula Grün. Wir sind ein bisschen grün eingestellt, aber vegetarisch heute Morgen. Es ist ganz interessant, die Kochart zu entdecken mit der Marina Billmann, wie eine Spezialistin ist davon. Alles, was ich benutze, kommt niemals vom Fee. Nicht einmal geeignet von einer Hühn, wenn man benutzen. Und so kann man auch rohe Sachen benutzen, rein auch gar. Alles kochen auch trotzdem manche Sachen noch. Ja. Aber rohe, er macht zum Beispiel auch favorisieren verschiedene Sachen, auch fürs Frühstück, Cereal und so Sachen. Ja. Die trägt er noch aus, ja, auf welcher Temperatur? Auf 40 Grad. Nie mehr als 40 Grad. Dass die Vitamine, die Enzyme noch da sind. Ja, und jetzt gibt es ein Dessert, da braucht man nichts kochen. Und es ist ganz interessant zu entdecken, dass ich Backpulver benutze. Ich mache es selber. Ja. Das wird einem nie hinkommen. Ja, ist es kompliziert, Backpulver zu machen? Sehr, gar nicht kompliziert. Nein. Was einfach. Ist wahr. Was müssen wir es jetzt machen? Ja. Was müssen wir noch tun? Man macht eine halbe 40 Gramm Fekül. Und mit 40 Gramm Bicarbonat de Soude. Bicarbonat, das sieht man immer. Ja. Es ist wirklich schümmt, man benutzt es für Putzen. Bicarbonat kann man für alles nehmen, für Zahnputzen, den Wasser stellen. Und fürs Gemüsekochen sollte man immer ein Wortblatt besser dabei haben. Ja, genau. Dann Bicarbonat, also 40 Gramm Fekül, 40 Gramm Bicarbonat und noch. Brüche mal gerade einen Löffel voll. Gerade ein Löffel voll von dem. Ja. Ah, so, d'accord. Und macht noch Essig. Der Zucker ganz am Rand, dass das schäumt, wie er gesagt hat. Ah, ja, nur schäumt es mit dem Essig. Ja, schäumt es im Kuchen drin. Und macht noch Hafen, so wie Backpulver. So genau. Und jetzt schon einmal für die Zutaten, für das Dessert, wie wir machen mit Haselnuss und mit Obst, der Nannes, Le Moelleux Léger à la Noisette. Was benutzt du für Obst noch? Brüche machen Banane. Banane, ja. Das tut unser Rezept Zucker. Und ein bisschen die Eier remplacieren. Dann machen wir nie keinen Zucker dazu. Niemals. Nicht einmal kein Obstzucker, Fructose zum Beispiel. Manchmal mache ich Zucker de Canne, aber es ist meistens Banane, das. Datteln machen wir dran, ja. Jetzt haben wir also, ich benutze ungefähr 2 Bananen, wir müssen 180 Gramm haben. Ja. Und was kommt noch drunter? Noch 120 Gramm Mandelmus. Ja. Das ist so. Kann man es fixen, fertig kaufen? Ja, genau. Es ist Püree d'Amande, steht drauf. Man kann es auch aufs Brot schmieren, Platz vom Butter ist gut am Frühstück. Ja, 120 Gramm von dem Müsse, also Mandelmüsse, Püree d'Amande. Und noch nehmen wir Mahl. Und was für Mahl? Rismahl. Rismahl, ja. Wie viel Gramm brüchen wir da? 70 Gramm, ja. Und noch kommen die Haselnüsse dran. Wie viel Gramm nehmen wir da? 60 Haselnuss und groß gehackt. Ah, grob gehackt, also nicht ganz. Grob gehackt, die 60 Gramm. Und Schokolade auch noch kommt runter. Ja, ein Pepite de Schokolade, 50 Gramm. 50 Gramm Splitter von Schokolade, ja. Und noch die Backpulver, wenn ich selber favorisiere, wie viel müssen wir da nehmen? Suppelöffel Ras langt. Ein Suppelöffel oder ein Kaffeelöffel? Ein Suppelöffel. Ja. Und ist doch schon eine ziemlich große Masse, wie man benutzt. Ein Suppelöffel von dem Backpulver. Da haben wir jetzt schon die Zutaten. Ah, nein, nicht ganz. Es kommt noch etwas dazu. Ja. Nur ein Suppelöffel Essig. Ja, welcher Essig nehmen wir am liebsten? Ich kann von Cider Essig. Von Äpfelessig, oder noch der Wisser von Rotwein, aber nicht der Balsamik. Nicht der ist zu geschmackhaft, oder sie es vielleicht, oder ist nicht süß genug. Nein, aber es ist ein bisschen so cremischer, kann sein. Richtig, fast wie Karamell, vielmals. Ja, also es ist interessant, Essig machen wir noch drunter, für das mit dem Backpulver, wie ich selber favorisiere, mit Fekül und mit Bicarbonat, dass das gut hat. Jetzt haben wir schon die Zutaten von dem Creme. Wir waren noch Richter auf France Bleu Elsass. Waren wir jeden Tag begleitet von guten Ideen.
von Güte Chefin, Käsechefin. Und unsere Marina kann es gut. Das Choratanzen ist eigentlich von der Kochschule. Da sind wir gesehen, in der Kochschule, gell? In ja, Ilkirchgrafen. Ja. Ja. Und noch auch noch bei großen Chefs geschafft, bei Willem zum Beispiel. Ja, Marc Vera, Christophe Baquet. Wow, gute Adresse. Hein? Und jetzt ist sie freistandig. Und schafft selbstständig, will ich sagen. Und schafft in Wingen, im Bürsoft von den Eltern, haben sie ihr Laboratoire eingestellt, installiert. Wir machen das Rezept wieder schon France Bleu Elsass. Noch am nächsten Lied eine Neuigkeit, enfin, es ist schon seit ein paar Wochen an uns gekommen, es ist aber immer noch ganz aktuell. Es ist Zazi, wie das Lied singt, Speed. Miteinander kochen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. France Bleu. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois, wir machen eine gute Serie morgen mit Marina Billmann. Tout végétal, ganz vegetalisch ist das Dessert gemacht mit Obst, mit Haselnuss. Wir haben schon die Zutaten für den Moelleux zu machen. Wir haben geredet von Bicarbonat, das ist Backpulver, das hat man sautéen. Und wir haben auch geredet von Fécul, das ist natürlich Grumbeeremahl. Ich benutze lieber Grumbeeremahl, Fécul. Manche benutzen auch das Mahl von Mais zum Beispiel, aber Fécul haben wir lieber von der Grumbeere, oder? Ich habe noch lieber Auro-Rot. Es ist Fécul vom Maron.
Manta. Es ist eine Wurzel von ja. Südamerika. Und es hilft für die Daumen noch. Verteuerung auch ja. noch. Maranta heißt es ja. noch. Ich finde, man macht es im Geschäft, Bio-Geschäft Arrowrot. Arrowrot heißt ja. es so. Ah, bon, Arrow. Ah, ja, Arrow. A2ROW, gell? Ja. Ah, ja, Roots. Und das ist die Wurzel von dieser Pflanze. Also. Ja. Ah, interessant zu wissen. Ja. Das wollen wir uns alles aufschreiben und in den Artikel ja. schreiben, ja. wie auf unsere Page noch auch kommt, auf unserer Seite Internet von France Bleu Elsass. Wir haben jetzt die Zutaten für das Dessert zu machen. Jetzt, was machen wir mit den Bananen? Müssen sie verdruckt sein, oder? Ja, in Rundel schneiden und hart fertig mit einer Gabel. Dass es ganz lafisch wird. Und die Mandel muss dazu machen, alles zusammenrühren. Und noch die Rissmal. Das Rissmal drunter ja. noch machen. Und das variiert sich noch gut. Es macht ja. Glätzle, wenn man so Rissmal benutzt. Ja. Das machen noch gut untereinander. Und noch die Haselnuss, so kommen die auch drunter. Ja, du machst große Hocke. Mhm. Und wir machen zu den ersten Melange und mit den Pépites de Chocolat auch noch. Ja, kommen die Splitter vom ja. Schokolade auch noch drunter. Und bis jetzt haben wir das Backpulver, wie wir selber machen, ja. auch super Löffel noch nicht drunter gemacht. Nein, jetzt kommt es. Jetzt kommt es dran. Ja. Und dann müssen wir noch der Essig dran. Ja. Dann tun wir ihre Mühle mit Öl und Mehl in. In Butter, ja. ja. In Butter und noch stäuben noch so ab. Mit ja. Mal lass es nicht anhand. Ja. Und wenn das alles fertig ist, dann machen wir noch den Essig. Im Tag nicht. Noch unter dem Teig? Ja. Ja, ja gibt es keinen süßen Geschmack? Nein, gar nicht. Gibt ein bisschen? Nee. Wenn es gebacken ist, ist noch alles. Ja. Alles weg. Alles wegflöhe. Und das kommt noch in ein paar Ofen, ja. Wie noch vorwärmen, auf welche Temperatur? 180. 180 Grad Thermostat 6. Ja. Und ist Chaleur tournante oder ja. was für eine Wärme benutzen? Chaleur tournante, ja. Ah ja, also, ja. Und voilà, und noch geht es in ein paar Ofen. Und wie lange lohnt es in ein paar Ofen? So 20 Minuten. 20 Minuten braucht es. Und der Wilch kann man schon kennen wir Zutaten auch noch erwähnen von dem Schokolade. Ja. Ist das eine Schokoladecreme, wie dazu kommt oder was ist es genau? Eine Creme, aber wie ziemlich doch fest ist, dass es dass man auf der Mäule kann machen. Ah ja, stief ziemlich. Erst wie ein Flan noch, wie ein bisschen satt ist. Noch stärker. Mhm. Noch stärker, ja. Das werden wir euch noch erklären, was man da brücht, für diese Creme zu machen mit Schokolade. Also, wie nachher da drauf kommt auf diese Küre, wie wir jetzt im Backofen haben, waren 20 Minuten auf 180 Grad. Ja, müssen wir machen. Und man muss doch aufpassen. Man weiß nie mit dem Backofen, manchmal ist er heißer oder geehrter. Ja. Wenn ihr starren wir also euch noch nicht mit einer Stricknudel. Ja. Oder mit einer Messerspitze. Ja, Messer. Ja, die Stricknudel. Ist aber immer noch benutzt im Elsass. Ja. Für nicht nur für Strick, aber für Sand. Ob die Küre genügend bauen sind. Ich gehe gerade in die Mitte mit der Messerspitze oder mit der Stricknudel. Und wenn es trocken rauskommt, ist es ein Zeichen, dass die Küre gebauen ist. Das Rezept geht wieder mit der Marilyn, mit der Marina Billmann. Auf France Bleu Elsass haben wir immer gute Ideen, wie wir teilen. Und wenn ihr Lust habt, für eure Idee zu bringen, gibt es sowieso immer einen Koch. Zu gewinnen von Christoph Felder. Eins mit Küren, wie gemacht sind mit Obst. Ihr könnt uns anrufen und uns sagen, was ihr gerne machen als Dessert. Ob ihr euch vegetarisch kochen und bohren, das könnt ihr uns sagen bei der Juliette am 0388 25 12 12. Miteinander und mit Simone ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu. France Bleu Elsass. Äpfel, Bisser, Beeren, Schisser, Kamin, Feier, Stagala, Dreier, Wasser, Stein, Holz, Bein, Koffe, Sotz, Schmüs, Kotz, Stickla, Zucker, Mama, Hocker, Sondig, Rock, Geiss, Bock, Hosa, Dreier, Bandala, Jaier, Stühl, Gong, Bis, Zong. Äpfel, Mühs, Schweiß, Fürs, Rotter, Voll, Kühe, Stoll, Johannis, Vier, Kabine, Papier, Blümer, Stock,
und der Rock. Schöne Löffel, schisses Deckel, 100 Franka, Schokoladonga. Sock, Masser, Mancha, Frasser, Hosa, Frotz, Dragspotz. Äpfelbäum, Birzelbäum, Kaffeemehl, Basastel, Eselpfuchz, Osterputz, Zipfelkopf, Hanstrop, Schülmamsel, Isakstell, Storig nascht, Sürkröt fast, Schnotternas, Osterhas, Blätterteig, Soikei. Äpfelschnaps, Gerichplatz, Quatscherstein, Wäschzein, Kallerfanster, Kurakanster, Schüerwächs, Buderbix, Nussakrocher, Zeinamorrer, Faschzoll, Matrotzapol, Schnaps, Gutter, Schmolzbutter, Paratrack, Schistrack. Äpfelkierla, Massbierla, Kirirwei, Kallerstei, Blühendruck, Schweißmuck, Sondigfrock, Cola-Sock, Milchkannla, Monischalla, Holzschür, Lüsbühr, ganzer Hüt, Rotgrüt, Idiotamott, jetzt hab ich satt. Der Patrick Breitl hat gesungen bei uns auf France Bleu Elsass an dem 22. Dezember, November, will ich sagen. November, polisch geht's los mit dem Christkindlesmarkt. Ja. Ihr macht euch mit, ihr genau auf den Christkindles, auf den Weihnachtsmarkt, wir machen noch mit. Wann ist das noch? Am 23. Dezember in Niederstambach. In Niederstambach, im Norden von Elsass, ja, ist das. Und das ist was für ein Markt noch, ein Produzentenmarkt? Ja, ja, Produzent, ja. Wie wohl bekannt ist? Ja. Ah, ja. Ihr seid ganz nur von der deutschen Grenze. Ja. Kommen euch viele Deutsche dazu noch? Ja, viele, ja, Deutsche. Alle sind da. Schlange, Wiese. Ja, Lothringerei. Ja. Ja, dann ihr seid im Grenzgebiet. Der geht von Niederstambach. Am 23. Dezember sind ihr dort mit anderen Produzenten und bieten ihre Produkte an, wie ihr selber fabrizieren. Und wie die Geschäfte sind, nicht die Bio-Geschäfte. Allerdings für das Frühstück, wie ihr fabrizieren zum Beispiel, oder was für Sachen bieten ihr an? No, für den Aperitif? Ja, Aperitif, wir machen den Stick an der Schokolade, Chips vom Kale. Von dem Kräut, ja. Das alte Kräut, wie sie wieder hochmuten ist. Ja, ja. Und es ist nicht, die Chips sind nicht frittiert, es ist gerade ausgetriggelt. Es ist Vaterkehl, wie man ja sagt, auf Elsass, ist dafür, ja. Und noch eine Reise, es ist geil, wie noch fabrizieren. Ja, für so, also wenn man ein bisschen Hunger hat oder für ein Petit-Déjeuner, wenn man läuft, im Randonnée. Ist das mit Obst noch, wie noch es machen, ja, oder mit Getreide? Mit Obst und ohne Zusatz Zucker. Ich mache ohne Zucker, ja. Wir haben jetzt also schon unsere Küre, wie in dem Barofe ist. Ja. Den Wilsch wollen wir noch den Flan oder die Creme, wie doch ein bisschen steif ist. Tout végétal nennen wir das, mit Schokolade. Was brüst man da alles fürs zu machen? Es ist einfach, man brüst 300 Gramm Riesminisch und 5 Agar-Agar. Es ist eine Alge. Wie starker. Es ersetzt Gelatine irgendwie. Ja. Und es kommt von einer Alge, ja. Voilà, Agar-Agar heißt das. Ja. Ja. Man benutzt dort auch viel, die Gelatine, weil es von der Knorre kommt, vom Fee. Ja. Die benutzen die vegetarische, ja, Gelatine. Ja. Also 1,5 Gramm, ja, bräuchte man, das ist nicht viel. Und man muss es messen, dann, wenn man zu viel macht, wird es auch richtig. Mit dem Agar-Agar. Ja. Ich benutze es viel. Es wird Konfitüre zu machen, ja, mit wenig Zucker, ja, und wenn man zu viel macht, ist es zu stief. Ja, also
2,1 Gramm Finf Agar-Agar und wie viel Schokolade noch? 200 Gramm Schokolade. Schwarzer Schokolade? Ja, schwarzer Schokolade, 55 Prozent. Ja. Schokolade, 55 Prozent. Ja. Oh, das ist nicht zu viel, Mensch. Ich gehe bis auf 90 Prozent oder 99. Ja, das ist alles alle gefällt, dann bleiben wir mal. Mittelmäßig. Ja. Ja, und noch haben wir vorher geredet von Reismehl, ich will noch benutzen, für die Creme zu machen. Ja. Wie viel Brüche machst du noch Reismehl? Noch 75 Gramm. Gramm. Ja. Ja, das ist ganz klar, ja. Ungefähr. Und ihr nehmt Reismehl, aber es gibt auch Mandelmehl, ja, das könnt man auch benutzen. Ja. Ja. Jetzt müssen wir uns noch sagen, wie man das macht. Die Creme jetzt die in einer Kastrolle, müssen wir jetzt mal kochen. Noch. Ja. Die 300 Gramm Milch mit dem Agar-Agar, das tut nach Marokkore? Ja, Marokkore und 10 Sekunden kochen. 10 Sekunden nur, ja. Ah, das ist nicht lang, ja. Nein, nein. Und noch du noch obs in andere Schüssel nicht machen und noch im Frigo, dass es kalt wird, kalt und stief und stief. Ah ja, ja. Mhm. Genau. Und jetzt ist der Schokolade aber noch nicht vergangen. Nee. Kommt der drunter oder wie kommt der? Nein, wir machen den Schokolade mit anderen Lederie, machen wir das vergehen im Bain-Marie. Ja. Und wenn die erste Gelee stark ist und der Schokolade vergangen, ja, mixen wir alles zusammen. Dann wird es gemixt, ja. Ja, warum müssen wir es mixen? Weil es Stückchen Schokolade sind, wie wir dann glatt wollen bringen oder pushen? Nein, der Schokolade ist vergangen. Ja. Und die Gelee, alles zusammen macht eine Creme. Ja. Und wenn es kalt wird, wird die Creme noch dicker. Noch dicker, ja. Das war ja mixen noch. Ja. Storig mixen noch. Ja, ja. Ah ja, gut. Und noch ist es ein bisschen eine Creme, wie nicht läufig ist, wie gut hebt trotzdem. Zuerst ist es ein bisschen läufig. Und wenn man es im Frigo noch 4 Stunden nicht macht, im Frigo, noch ist es stief. Ist es stief. Ja. 4 Stunden in der Frigo, also die Kühe vorbauen, das braucht 4 Stunden, bis das es stief wird. Also ist selbst immer schon der Tag vorher anfangen, ja. Für was man richtig ist. Also alles gut, picobello ist, wenn unsere Gäste da sind. Noch wollen wir euch noch sagen, wie das alles auf den Teller kommt, wie man serviert und was man eventuell noch für gute Rot kann geben, für andere Zutaten darunter machen oder für das Rezept mehr parfümieren oder verbessern. Mit Marina Billmann, mit uns noch auf France Bleu Elsass, waren ein paar Minuten. Miteinander und mit Simone ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu. Jeden Tag spielen wir mit uns auf francebleuelsass.fr. Die Woche bis am Sonntag oben könnt ihr euch noch inschreiben für die schönsten Weihnachtsbrätler-Rezepte bei euch gewinnen. Da habt ihr Zeit bis am Sonntag oben, teilt es mit euren Freunden und schreibe ich ihnen, wer das gewinnt, erfahren auf unserem Facebook France Bleu Elsass am Ende morgen. Hey, schön, oder? Was ist denn am Arm? Ja, es hat mich einige gekrabbelt, sie hat mich nicht mehr will gehen. Nein, du nicht. Unter am Arm hängen. Psst, das ist ja euch, France Bleu Elsass. Ja, hab ich doch gedacht. Du, kann man sie gewinnen, am Geburtstag, Namenstag, Hochzeitstag, weißt du? Wie geht es? Ja, ich hab grad viele Leute schon mal, wie es ist, wenn man so am Arm hat. Das ist schön, ja schön. Und man muss mich gerade anrufen, 0388 25 67 68. Aber jetzt war es aufgeräumt, ich darf es nicht haben. Und jeder kann sie ja schon. Achtung, ich räume es auf. France Bleu Elsass. France Bleu. Moelleux léger à la noisette, crémeux chocolat tout végétal aux fruits de saison. So heißt das Rezept, du Marit Morien Morien mit Marina Billmann. Also eine Kühe, wie geboren ist und wie gut noch Haselnüsse schmeckt. Ich habe jetzt Haselnüsse drunter gemacht. Könnt man sie ersetzen mit Nüsse oder was könnt man noch drunter machen? Mit Mandel oder Noix de Cajou. Noix de Cajou, die Nüsse gehen auch noch. Und vorher haben wir also die Creme gemacht, die wir jetzt stief fort waren, 4 Stunden im Kühlschrank. Wenn man die will, parfümieren. Was kennt man noch drunter machen? Man kennt Zest von Orange oder von Zitron nicht machen. Das passt gut, seit der Weihnachten, wenn man so die Schäle von der Orange drunter rappt. Fein rappen. Ja. Ja. Jetzt noch 4 Stunden ist also die Creme kalt. Was müssen wir noch machen? Dann machen wir in eine Poche à Douille. In einen Spritzsack kommt das noch? Ja. Und auf den Moelleux drauf spritzen.
Ja. Mit der Küre lohnt noch ganz. Ja. So. Lohnt ja. Noch ganz ist eine Kistelform, wie wir noch benutzen. Mhm. Wie groß ist die Kistelform ungefähr? Das 20 cm? Ja, so lang? Ungefähr, ja. Wie eine normale Gesundheitsküre so? Ja. Ja, 20 cm. Oder man kann im Lang oder in Rund. Runde Form ja. nehmen. Mhm. Ich habe sogar eine Form vom Herz. Das kennt man auch noch machen. Für den Valentinstag oder egal, wann ich im Jahr habe. Und noch die Creme für sie drauf machen, schmieren nach sie drauf oder mit dem Spritzer, kann er gesagt. Ja, was machen auch noch so kleine Hifle drauf? Ja, so kleine schöne Hifle. Und die Hefe, die gehen nicht zusammen? Nein. Ah, super. Ja. Und sowieso habe ich ein schönes Foto noch gemacht von dem Dessert. Das kann man sehen auf unserem Site Internet. Ja. Mhm. Und das genießt man noch so, dann schneidet man noch auch die Küre. Ja, dann macht man noch, kann man Apfelstücke drauf machen oder Beere oder Banane, Orange. Bananenstückel, Röhe, Obst noch dazu legen. Dann sind auch für Röhe Sachen zu genießen und servieren. Die Engländer sagen Raw Food. Und Trocketino, auf ein Röhi essen, was mir roh ist, selber wie Elsässisch Röhi. Ja, das gibt sich auch ins Englische und das Elsässische kommen manchmal ganz zusammen. Jetzt ist das Dessert schon fertig. Und was trinken noch dazu, ihr am liebsten, Marina? Wir können ein Schokolade mit trinken. Ja. Oder noch ein Jus de Pomme chaud. Ein noch warmer Apfelsaft in der Wärme. Ah, voilà, gute Idee. Oder ein Weihnachtstee jetzt. Ja, warte, ein noch eine Idee. Ein Bauerische, das ist flott, was er uns alles gelehrt hat. Nicht Maria und Marina. Es ist schon Zeit, dass wir Abschied nehmen. Ihr dürft zurückfahren, jetzt wieder in den Norden vom Elsass. Ja. Wir hoffen, dass ihr gut gehen fahren, dass ihr nicht gesperrt war, dass ihr nicht gesperrt wird von unserer geilen Chile. Ja. Merci, Simon. Ich vielmals merci und wünsche euch alles Gute auf die Viertel, Marina. Merci auch. Das Rezept finden wir auf unserer Page Internet, auf unserem Site, wo wir uns jetzt hören, da wo wir uns kennen sehen, auf francebleuelsass.fr, auf französisch francebleuelsass.fr. Ganz einfach. France Bleu Elsass.